Die NASA hat heute Nacht die Flugbahn eines Asteroiden geändert. Die über 500 Kilogramm schwere DART-Sonde der NASA ist mit ihrem Ionenantrieb und einem Teleskop zur Zielpeilung vollautonom in einen 170 Meter Asteroiden Dimorphos reingesemmelt. Dabei wurde die Energie von 3 Tonnen TNT-Sprengstoff freigesetzt. Und das mit voller Absicht. Tatsächlich, um herauszufinden, wie man die Erde zukünftig am besten vor Asteroiden schützen könnte. Ja, wenn das nicht direkt Stoff für Hollywood ist, dann weiß ich auch nicht. Die gute Nachricht, laut NASA gibt es keinen bekannten Asteroiden über 140 Meter im Durchmesser, der in den nächsten 100 Jahren eine signifikante Chance hat, die Erde zu treffen. Die schlechte Nachricht, statistisch ermittelt kennen wir nur 40% der Asteroiden, die dafür in Frage kommen. Genug der Panikmache, in Zukunft wird die Menschheit über das Wissen und die Technik verfügen, so einen Einschlag abzuwenden, wenn der Asteroid nur früh genug entdeckt wird. Wie DART auf Dimorphos eingeschlagen ist, welche Technik das erlaubt hat und wie man nun ermittelt, wie erfolgreich so ein Einschlag zur Asteroidenablenkung ist, das klären wir heute. Wenn dir das Thema heute gefällt, like nicht vergessen und wenn du die neuesten Raumfahrt-News nicht verpassen magst, unbedingt senkrecht Start abonnieren. Aber zum Thema der heutigen Episode. Bevor wir zum Einschlag kommen, kurz zur DART-Sonde. Beim Start am 24. November 2021 wog DART inklusive Treibstoff 610 Kilogramm. Der Start erfolgte mit einer Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Station in Kalifornien aus und war tatsächlich der erste Start einer NASA-Wissenschaftsmission mit einem wiederverwendeten Booster. Und da die NASA-Verträge alle öffentlich einsehbar sind, wissen wir auch, dass die NASA 69 Millionen Dollar an SpaceX für den Start gezahlt hat. Der günstigste NASA-Start von SpaceX müsste aber der Start von Ixpi kurz darauf gewesen sein, für den musste die NASA nur 50 Millionen Dollar zahlen. Also so viel zu der europäischen Erzählung, dass SpaceX bei seinen staatlichen Starts immer so stark zulangt. Für SpaceX ist der NASA-Start übrigens die erste bezahlte Deep Space-Mission gewesen, also wenn man den Start des Tesla Roadster von Elon Musk mal als PR-Gag ausklammert. Zusammengefaltet im Falcon 9 Fairing war DART 1,8 Meter mal 1,9 Meter mal 2,6 Meter in den Abmessungen. Das änderte sich aber nach dem Ausrollen der beiden Solarpaneele. Die sind jedes 2,4 Meter breit und 8,5 Meter lang und haben zusammen eine Nennleistung von 6,6 Kilowatt. Die sogenannten ROSA-Panels wurden 2017 schon auf der ISS getestet. ROSA, ROSA, ist die Abkürzung für Rollout Solar Array. Das war sogar so erfolgreich, dass ihre Nachfolger, die iROSA, jetzt über die alten Arrays der ISS drübergelegt werden, um die alternden Module der ISS zu unterstützen. Aber zurück zu DART. DART brauchte die elektrische Leistung für seinen Ionenantrieb. Die NEXT-Ionentriebwerke sind die leistungsstärksten elektrischen Antriebe, die bisher eingesetzt wurden. Wenn dich interessiert, wie Ionenantriebe funktionieren, findest du in der Beschreibung unter dem Video meine Technik-Episoden über Ionenantriebe. Das ist eine der beliebtesten Episoden überhaupt. Neben Energieversorgung, Antrieb und Kommunikation war der DART-Einschlag nur durch die Navigation möglich. Dafür hatte DART unter anderem ein System zur Lagebestimmung anhand der Sterne dabei und ein Teleskop, um sein Ziel ins Visier zu nehmen. Zwar ist die Mission extra so geplant worden, dass der Doppelasteroid aus Dimorphos und Didymos sehr nah an der Erde ist, trotzdem ist die Signallaufzeit kombiniert mit der Aufgabe der genauen Steuerung bei hoher Geschwindigkeit nichts für die Steuerung remote von einem Menschen von der Erde aus. Ja, mit Ausnahme von Chuck Norris, der Dimorphos vermutlich mit einem Dart-Pfeil über die Schulter werfend getroffen hätte. Das Teleskop von DART hieß nicht Chuck, sondern Draco-Kamera, kurz für Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation und hatte einen Hauptspiegel von 20 cm. Von ihr haben wir auch die Bilder der letzten Annäherung. Jede Sekunde wurde da ein Bild übermittelt. Die spektakulärsten Bilder dieses Einschlags hat aber die italienische Raumfahrtbehörde gemacht. Die hatte mit der Liquia Cube ein 6U CubeSat auf DART mitgeschickt, der 15 Tage vor dem Einschlag mit Federkraft entgegen der Flugrichtung ausgestoßen wurde. Durch die Relativgeschwindigkeit von 4 km pro Stunde zu DART und einem Kurs, der nicht zum Einschlag führte, konnte der Liquia Cube Aufnahmen von dem Ereignis machen. Hier hätte ich mir natürlich eine ausgewachsene Sonde in nächster Nähe gewünscht, aber die Chance hat die ESA leider ungenutzt vorbeiziehen lassen, aber dazu später mehr. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass man etwas absichtlich in einen Mond einschlagen lässt. Im Apollo-Programm hat man ja die S4B-Oberstufe der Saturn V auf dem Mond aufschlagen lassen, um mit Seismographen auf dem Mond den inneren Aufbau des Mondes zu untersuchen. Tatsächlich gab es aber durchaus schon den absichtlichen Beschuss eines Asteroiden, und zwar mehrfach. Soweit ich weiß, war die NASA-Sonde Deep Impact am 4. Juli 2005 die erste Sonde, der das mit Tempel 1 bei einem Kometen gelungen ist. Der letzte Beschuss eines Asteroiden müsste durch die Hayabusa 2-Sonde der japanischen JAXA gewesen sein. Die hatte ein 2,5 Kilogramm Kupferprojektil mit fast 5 Kilogramm Plastiksprengstoff in den Asteroiden Ryugu gefeuert und damit dem Asteroiden einen 2 Meter großen neuen Krater verpasst.
Bei Dart kam die Energie für den Aufprall nicht aus Sprengstoff, sondern allein durch die Relativgeschwindigkeit von Asteroiden und Raumschiff. Beim Aufprall war Dart noch über eine halbe Tonne schwer und die Relativgeschwindigkeit zwischen Dart und Asteroiden war 6600 Meter pro Sekunde. Das sind fast 24.000 Kilometer pro Stunde. Also ziemlich genau die Leistungsdaten eines Roundhouse-Kicks von Chuck. Okay, hören wir auf mit den Dead-Jokes. Vielleicht ein etwas greifbarerer Vergleich. Die kinetische Energie von Dart beim Einschlag liegt in der Größenordnung eines vollbeladenen Airbus A380 bei Reisefluggeschwindigkeit. Warum war das bei Dart so viel mehr Energie, wenn zwischen Dart und A380 ein Gewichtsunterschiedfaktor von 1000 liegt? Ja, genau. Bei der kinetischen Energie geht die Geschwindigkeit quadratisch ein und die ist bei Dart mit 24.000 km pro Stunde eben deutlich größer als die 900 km pro Stunde eines A380. Wenn wir das Ganze auf Sprengkraft umrechnen, dann entsprach die frei werdende Energie beim Einschlag etwa 3 Tonnen TNT. Natürlich hat der Einschlagkrater dann keine 2 Meter Durchmesser wie bei Ryugu. Außerdem leuchtet ein, das Regolith wurde natürlich deutlich weiter herausgeschleudert. Was genau dann mit dem Regolith beim Einschlag in der Mikrogravitation des Weltraums passiert, das ist ein extrem spannendes Forschungsfeld. Ich habe das CERN in Bremen besucht. Dort befindet sich eine weltweit einmalige Forschungseinrichtung, die tatsächlich die längste künstliche Schwerelosigkeit in einer erdgebundenen Anlage simulieren kann. Ich durfte Forscher dabei begleiten, wie sie die in dem Fallturm herrschende Schwerelosigkeit so anpassen, dass sie genau der Schwerkraft auf Asteroiden entspricht. Und dann mit Beschussexperimenten analysieren, wie sich Regolith verhält, wenn nicht mehr die Schwerkraft die vorherrschende Kraft dort draußen ist. Aber zurück zum Einschlag von Dart auf Dimorphos. Das Aufwirbeln von Gestein und schauen, wie sich das verhält, ist tatsächlich ja nur sekundäres Ziel. Primäres Ziel ist die Erprobung einer Technik, mit der wir Asteroiden ablenken können, um die Erde zu schützen. Zentral wird die Frage sein, ob sich der Orbit von Dimorphos um Didymos geändert hat. Dart ist frontal in Dimorphos eingeschlagen und obwohl Dimorphos viel größer und schwerer ist, wird der natürlich durch diesen Einschlag langsamer. Naheliegend durch den direkten Stoß von Dart, aber auch durch das herausgeschleuderte Material. Im Prinzip funktioniert ja ein Raketenantrieb so. Wenn man Masse auf der einen Seite rauswirft, wird ein Impuls in die Gegenrichtung erzeugt. Dadurch verliert Dimorphos kinetische Energie und wird dadurch tatsächlich auf einem niedrigeren Orbit unterwegs sein als vor dem Einschlag. Und genau das kann von der Erde aus beobachtet werden. Dazu wurde extra ein Zeitfenster gewählt, in dem Erde und Didymos bzw. Dimorphos sich sehr nahe sind. Zwar ist Dimorphos, also der kleinere Mond, viel zu klein, um ihn mit erdgestützten Teleskopen direkt zu beobachten, aber den Wechsel der Helligkeit von Didymos kann man beobachten. Das heißt, den Transit von Dimorphos zwischen Didymos und Erde kann man zeitlich erfassen und damit dann die Abweichung zu seiner vorherigen Umlaufbahn. Auf diese Weise kann man direkt auf die Geschwindigkeitsänderung schließen. Die NASA erwartet, dass sich die Geschwindigkeit von Dimorphos um etwa 0,4 mm pro Sekunde ändert. Das klingt jetzt nicht nach sehr viel, führt aber dazu, dass Dimorphos für einen Umlauf so mindestens 70 Sekunden weniger braucht, im besten Fall sogar 10 Minuten. Bei einer Umlaufperiode um Didymos von 12 Stunden ist das also schon eine signifikante Änderung der Geschwindigkeit des Asteroiden. Und genau das interessiert uns ja schließlich, wenn wir einen Asteroiden, der die Erde bedroht, ablenken wollen. Wir wollen wissen, wie stark welcher Einschlagkörper die Flugbahn des Asteroiden beeinflusst, um eine mögliche Rettung der Erde zu planen. Übrigens haben nicht nur erdgebundene Teleskope dieses einmalige Ereignis überwacht, sondern neben der Asteroidenmission Lucy hat auch das James-Webb-Teleskop seinen Spiegel auf das Ereignis gerichtet. Man möchte natürlich schauen, was da so rausgeschleudert wird, beziehungsweise man wusste ja einfach nicht vorher, was passieren wird und was man eventuell beobachten kann. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Forschungsergebnisse. Das bringt mich zu einem Downer. Ich glaube, neben dem wissenschaftlichen Verlust ist es ein riesen PR-Fehl, dass die ESA-Mission Hera erst 5 Jahre später zu Dimorphos fliegt, um dann zu untersuchen, was übrig geblieben ist. Da macht sie ihrem bösen Spitznamen Extreme Slow Agency mal wieder alle Ehre. Vielleicht erstmal zum PR-Punkt. Das passiert ja jetzt gerade, nicht in 5 Jahren. Da ist eine menschengemachte Sonde auf einem Asteroiden eingeschlagen, weil man untersuchen will, ob die Erde vor Asteroiden geschützt werden kann. Also steht diese Mission jetzt einen ganz kurzen Moment im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Hier werden die Worte ESA und Hera einfach öfter im Fokus, als das nun der Fall ist. Und machen wir uns nichts vor, selbst wenn die genaue Untersuchung erst durch Hera ermöglicht wird, ist das nicht das, was die Schlagzeilen bringt.
Und jetzt bitte nicht falsch verstehen und nicht irgendwie als blindes ESA-Bashing. Das wird mit Sicherheit wissenschaftlich hochinteressante Erkenntnisse bringen. Aber ganz ehrlich, wenn man keine Bilder vom Vorherzustand hat oder Messungen vom Vorherzustand, ist die Datenlage nur halb so gut und auch alle Auswertungen immer ein Stück weit näher an Vermutungen als auf der Seite wissenschaftlich bewiesen. Ganz zu schweigen von allen zeitkritischen Erkenntnissen. Was natürlich völlig flöten geht, ist alles, was kurz nach dem Einschlag an flüchtigen Stoffen so zu beobachten wäre. Ob das Eis ist oder sehr altes Gestein, das noch nicht jahrelang von der Sonne oder einem astronomischen Bombardement ausgesetzt war. Ebenso alle Einschläge und Krater, die auf dem Hauptgestirn Didymos entstehen. Die wird man erst nachträglich in einer Sisyphus-Arbeit herausfinden müssen, welche Krater da jetzt neu sind. Das wäre viel einfacher, wenn man vorher schon gute Bilder davon hätte. Da ist dann auch der Lykia Cube von der italienischen Raumfahrtbehörde nur ein kleiner Trost. Der hat ja nur sehr kurz Bilder machen können und ist mit seinen 14 Kilogramm eben ein CubeSat und kein ausgewachsener Forschungssatellit. Unterschiedliche Geschwindigkeit bei ESA und NASA, das bringt mich zurück zur Relativgeschwindigkeit. Wenn man es genau nimmt, ist DART nicht auf Dimorphos eingeschlagen, sondern Dimorphos ist in DART reingesemmelt. Ja, im Koordinatensystem der Sonne kann man sehen, wie DART in die Flugbahn von Didymos geflogen ist. Ich hoffe, dass durch den Einschlag von Senkrechtstarter ja deine Energie nicht weniger geworden ist. Wenn du was mitnehmen konntest und dir das Video gefallen hat, dann ja, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du keine Videos über Raumfahrttechnik mehr verpassen magst, erhöhst du durch ein Abo die Wahrscheinlichkeit, dass YouTube dir die richtigen Videos vorschlägt. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch hätte ich schon längst aufgeben müssen. Ihr helft aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wir verändern die Flugbahn von Asteroiden. Wir bringen Proben von dort zurück und arbeiten an Crewflügen zu Mond und Mars. Ich würde sagen, wir leben in unglaublichen Zeiten und es hat noch nie so viel Spaß gemacht, sich für Raumfahrt zu begeistern, wie aktuell gerade. Was wird dein Raumfahrt-Highlight zu deinen Lebzeiten, dein persönlicher Apollo-Moment? Schreib mir das doch gerne unter dem Video. Ja, und wenn du weiter in den Kaninchenbau Raumfahrttechnik fallen magst, dann ja, findest du hier ein Video zum Einsteigen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.